helicopter FTV. Freunde oder jetzt auch hallo meine Wing-Freunde. Mich hat das Ganze jetzt auch gepackt und zwar die FPV-Wings. Und ein Freund von mir, der Michael, hat mich da jetzt drauf gebracht und ich habe da ein bisschen mit ihm im Lehrer-Schüler-Modus geübt und habe mir dann gedacht, das ist ja eigentlich total cool, vor allem so zum Long-Range-Fliegen. Und jetzt habe ich mir dann auch den AR-Wing besorgt. Hab die E-Max-Servos reingemacht, meine Eintrittskanten hier mit Autofolie geklebt, das ist ganz normale Folierfolie von einem Auto, das funktioniert wunderbar. Dann ein T-Motor 1900 kW, eine Axi-Antenne, eine Runcam Rotor Riot und natürlich den Fuse FPV F35 Lightning FC in Kombination auch mit dem T-Motor ESC. Mein FPV-Sender mit meinem Kühlkörper, was ihr schon in einem anderen Video von mir gesehen habt, und hier vorne habe ich dann die GoPro drin, die ich jetzt aber aktuell natürlich zum Filmen brauche. Das Ganze fliege ich mit 4S-Akkus. Ich habe zuerst mit 6S rumexperimentiert, aber das funktioniert einfach nicht. Also kein T-Motor packt wirklich die 6S an meinem Wing. Da muss ich wirklich gewuchtete Propeller nehmen, weil wir konnten es uns jetzt nur noch so erklären, aufgrund von Resonanzproblemen sich der Motor einfach ab einer bestimmten Drehzahl selbst zerstört. Also der Motor ist dann einfach bei 30 Ampere abgeraucht. Laut T-Motor sollte er das packen, aber bei mir hat es keiner geschafft. Also ich habe es jetzt mehrmals probiert und alle Motoren sind kaputt gegangen dabei, was ich echt seltsam finde. Also ich würde es mir überlegen, wenn ich sowas auf 6S aufbaue. Also maximal 5S, ich fliege es jetzt an 4S, da funktioniert es auch wirklich. Und mit einem 6 Zoll Propeller mit einer 38er Steigung, den E-Max Avan Propeller, schaffe ich ca. 150 km/h, was sehr wirklich langt. Und beim Cruisen, das heißt so bei 60-70 km/h, fliege ich mit ca. 2 Ampere. Also da komme ich dann mit einem 1600 mAh Akku auf Flugzeiten von ca. 20 Minuten plus bei normalem Fliegen. Wenn ich heize, so auf 12-13 Minuten. Ja, und Long Range Fliegen, so 25 Minuten sind auf jeden Fall drin. Dazu habe ich mir hier so eine Ground Station gebaut, wo ich extern meine T-Best Crossfire Antenne dran befestigt habe, natürlich auch magnetisch. Und ich habe dafür noch das Fuse FPV Docking mit dem True Day Modul mit dem neuen, eine XR Antenne von True RC und der Mad Mushroom von VRS Systems. Das Ganze funktioniert wirklich super, also man kann hier alles, was man sieht, jeden näheren Berg, kann man locker fliegen, ohne irgendwelche Probleme haben zu müssen. Also da oben an dem Berg haben wir immer noch ein RSSI im DVR von meinem FPV-Bild von 93%. Also das ist wirklich Wahnsinn, das funktioniert sehr gut. Zusätzlich kann ich hier noch mein anderes Equipment zeigen. Also ich fliege das Ganze mit einer Tenco, das funktioniert super. Ist ja auch mit einer, Fetcher KDO, dem Smart Battery Case wieder von Fuse FPV. Und sonstiges Zubehör, was man eigentlich zum Fliegen braucht, mehr ist es ja nicht. Ja, ich werde jetzt damit mal fliegen. Habe jetzt auch meine ersten Tests mit Auto Launch gemacht. Also das funktioniert wirklich super. Ich werfe den Wing einfach nur in die Luft und er startet automatisch und fängt dann über mir das Kreisen an. Man musste zwar ein paar Einstellungen treffen, also original
beziehungsweise mit den Originaleinstellungen hat es nicht so ganz funktioniert, weil der Auto-Launch nicht so ganz gut erkannt wurde. Dann musste erst den Ring schütteln, dann hat der Motor angefangen zu drehen, dann konnte ich ihn werfen und jetzt habe ich den Wert etwas verändert. Das zeige ich euch dann auch in den Infos unten, welchen Wert ihr da verändern müsst, damit er wirklich beim sanften Wurf den Start erkennt und dann schön losfliegt. Ja, ich werde jetzt mal ein bisschen fliegen. Setze die GoPro jetzt in meinen Wing rein. Also ich fliege generell jetzt auch nicht mehr mit einem Modul in der Brille, weil einfach mit so einer Ground Station das Ganze viel besser funktioniert. Klar, wenn ich jetzt irgendwo schnell mal fliegen will, man muss immer ein bisschen was aufbauen und so weiter, aber da fliege ich dann meistens mit dem integrierten Modul von der Tango. Das reicht vollkommen, da kann man ja jede Brille dran anstecken. Und ich bin im Moment eigentlich so mit dem System wirklich zufrieden. Ja, schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Zuschauen. It's rising crazy. Who's got a hold on me? This good look ain't stable. So with that fire, boy. Dang.